Die Abendvisite ist Business TV in Kooperation mit dem Klinikum Ingolstadt. Beim Begriff Strahlentherapie oder Strahlung denken viele Menschen an etwas Gefährliches oder an Patienten, die an Krebs erkrankt sind und zur Bestrahlung müssen, wo ihr Tumor hinter tonnenschweren Türen mit unsichtbaren Strahlen bekämpft wird. Tatsächlich ist da einiges an Wahrheit dran. Allerdings kommen auch Patientinnen und Patienten mit scheinbar banalen Erkrankungen in die Strahlentherapie am Klinikum Ingolstadt. Hallo, grüß Sie. Ich habe heute Behandlung um 10 Uhr. Genau, zur ersten Behandlung heute. Genau. Silvester habe ich gespürt nach viel Tanzen und danach hat es angefangen. Und jetzt ist es schon Juni fast. Ne? Die ganze Zeit quäle ich mich schon mit den Spuren da. Emma Conradi leidet an einem sehr schmerzhaften Fersensporn. Ja, du kannst nicht mehr auftreten. Du kannst dann, die vermäßigt der ganze Fuß, wenn du da nicht auftreten kannst. Das ist ein Horror, du kannst kaum laufen. Da bin ich mit Krücken gelaufen. Wahrscheinlich 2-3 Monate. Hab alles Mögliche ausprobiert. Wer was gesagt hat, was die Ärzte gesagt haben, haben nicht viel geholfen. Ja, und dann habe ich schon gehört von den Bestrahlungen, dass sie gut helfen und habe mich entschieden für das. Jetzt bin ich da. Vor der Behandlung nehmen sich Professor Andreas Schuck und seine Kolleginnen und Kollegen in der Strahlenmedizin viel Zeit für die Patienten. Denn es gibt viele Fragen, die die Betroffenen mitbringen. Es ist für den Patienten manchmal einfacher, wenn man ihm eine Therapie zukommen lässt, wie zum Beispiel eine Infusion, wo man sich vorstellen kann, das geht in den Körper, das wirkt, das ist irgendwie transparenter, als wenn sie eine Strahlenbehandlung bekommen. Es ist unsere Aufgabe, wenn wir einen Patienten zum ersten Mal sehen, ihm einfach die Behandlung etwas klarer und transparenter werden zu lassen, ihn zu informieren, was auf ihn zukommt. In vielen Fällen sind die Sorgen vor der Behandlung größer als gerechtfertigt. Das heißt, man kann in vielen Fällen auch tatsächlich Sorgen im Vorfeld nehmen. Man kann den Ablauf erläutern. Man kann erläutern, was auch die Chancen der Therapie bedeuten. Und wir machen die Patienten immer auch darauf aufmerksam, dass wir sie in einer Behandlungszeit natürlich begleiten. Das heißt, wir machen regelmäßige Gespräche mit dem Patienten in der Therapie. Und wenn es notwendig ist, beraten wir Patienten für unterstützende Maßnahmen, die es ihnen einfach erleichtern, durch die Behandlungszeit auch entsprechend zu kommen. Der Fersensporn ist ein Dorn am Fersenbein, der in seinem Umfeld sehr schmerzhafte Entzündungen verursacht. Und genau da setzt die Bestrahlung an. Also die Hauptwirkung der Bestrahlung ist eine Entzündungshemmung. Die Beschwerden, die die Patienten haben, ob das jetzt ein Fersensporn ist, ob es Sehnenscheidenentzündungen sind, sind entzündlicher Natur. Deswegen ist meist auch kein einzelner Schmerzpunkt da, sondern häufig eben auch so eine, wie bei der Patientin, so eine Situation, dass im Grunde genommen der ganze Fersenbereich dort betroffen ist und diese entzündliche Reaktion geht mit Schmerzen einher. Und wenn wir die Therapie durchführen, dann ist das eine entzündungshemmende Maßnahme und nach einigen Wochen geht diese Entzündung zurück und die Beschwerdesituation der Patienten wird besser. Etwa 80% der Patienten werden beschwerdefrei oder haben eine deutliche Reduktion der Schmerzen, wenn sie zum Beispiel so eine Fersensporenbestrahlung bekommen. Wenn sie zur Bestrahlung einer Entzündung kommen, haben die meisten Patienten bereits andere Therapien probiert. Einlagen haben mir erste Zeit überhaupt nicht geholfen. Seit 2-3 Tagen habe ich besseres Gefühl von der Einlage. Aber ich hab vorher was gemacht, was die Medizin nicht macht. Und das hat mich ein bisschen unterstützt, aber darüber will ich nicht reden, was ich da gemacht habe. Das ist nicht medizinische Sachen und es hat mir ein bisschen die Entzündung weggenommen und jetzt kann ich mit Einlage ein bisschen besser laufen. Patienten wie Emma Conradi sind in der Strahlentherapie aber eher selten. Die große Mehrheit leidet an Krebs. Wir haben hauptsächlich onkologische Patienten bei uns. Das heißt, Tumorpatienten, die mit einer Krebsbehandlung kommen, die machen etwa 90% unseres Patientengutes aus. 10% der Patienten sind Patienten ähnlich wie die Frau Conradi, die also mit entzündlichen Erkrankungen, Arthrosen, Fersenspornen, Sehnenscheidenentzündungen und solchen funktionellen Beschwerden zu uns kommen und bei denen wir eben auch Therapie durchführen und anbieten.
Die Strahlentherapie befindet sich in einem eigenen Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Klinikum. Über eine Brücke können bettlägerige oder gehbehinderte Patienten die Behandlungsräume bequem erreichen. Also die Anbindung ans Klinikum ist für uns essentiell. Natürlich haben wir einen Teil von Patienten, denen es so gut geht, dass sie die gesamte Behandlungszeit ambulant durchführen können. Wir haben aber natürlich auch eine ganze Anzahl von Patienten, denen es körperlich nicht gut geht und die einfach die Unterstützung eines stationären Aufenthaltes während unserer Behandlung benötigen. Sei es, weil es ihnen körperlich nicht gut geht, sei es, weil sie eine begleitende Therapie, zum Beispiel in Form von einer intensiveren Chemotherapie bekommen. Und dann ist die Anbindung ans Haus einfach wahnsinnig wichtig. Wir haben tatsächlich die günstige Konstellation, dass die Strahlentherapie, dieser Neubau, der gemacht worden ist, unmittelbar an das Klinikum angrenzend ist. Und weil das für die Betreuung stationärer Patienten so wichtig ist, hat das Klinikum auch eine Brückenanbindung an dieses Haus gebaut, sodass die Patienten mit dem Hohn- und Bringedienst herübergebracht werden können und sozusagen quasi im Haus behandelt werden können. Das ist von der Logistik natürlich sehr gut, das ist für die Patienten von der Versorgung sehr gut und ich bin froh, wenn wir Situationen haben, wo sich ein Zustand eines Patienten in der Behandlungszeit verschlechtert, dann ist es unproblematisch, eine stationäre Aufnahme für diesen Patienten zu bekommen. Und es ist uns auch möglich, innerhalb dieses stationären Aufenthalts die Therapie von unserer Seite genauso konsequent weiterzuführen, wie es ursprünglich geplant war, weil es einfach von der Logistik her möglich ist. Also für uns ist das essentiell. Bevor die Strahlenmediziner Tumore oder Entzündungen bestrahlen, ist eine exakte und aufwendige Planung nötig. Dazu bringen die Patienten Bilder aus Voruntersuchungen mit, wie Röntgen, CT, MRT oder eine Szintigraphie. Bei Krebspatienten entscheiden Spezialisten der verschiedenen Fachrichtungen zusammen, welche Kombination aus Therapien die passendste ist und ob eine Bestrahlung überhaupt angezeigt ist. Die Strahlenmediziner berechnen zusammen mit Physikern, aus welcher Richtung welche Dosis und in wie vielen Sitzungen auf das betroffene Gewebe abgegeben wird. Ein Lasersystem hilft, die Lage der Patienten im Raum exakt zu bestimmen. Auch wenn die Betroffenen eigene Bilder mitbringen, macht die Strahlenpraxis selbst noch eine weitere CT-Untersuchung. Auch dort gibt es ein identisches Lasersystem. Wenn der Patient zu uns in die Therapieplanung kommt, dann ist das genau das. Wir müssen bei dem Patienten eine neue Bildgebung durchführen, eine Computertomographie mit der Besonderheit, dass diese Computertomographie exakt in der Position gemacht wird, in der der Patient behandelt wird. Er wird auf einem Tisch gelagert, genauso wie man ihn bei der Therapie auch lagert. Und ich bekomme dann in dieser Position in 3 mm bis 5 mm je nach Fall Querschnitte durch den Körperbereich, dort, wo die Erkrankung sitzt. Und ich muss dann unter Berücksichtigung der diagnostischen Bildgebung, die der Patient bereits bekommen hat, genau definieren, wo ist die Tumorregion, wo sind die Regionen, die wir zur Sicherheit mitbehandeln wollen, welche sind kritische Organe in der Umgebung, die wir nicht mit erfassen wollen. Und dann wird präzise auf diese Vorgabe, also auf den Tumorbereich, die Behandlung geplant. Und dann, wenn der Patient zur ersten Therapie kommt, wird er am Bestrahlungsgerät wieder genauso gelagert wie bei der Planung auch. Wir machen Kontrollaufnahmen, der zwischenzeitlich berechnete Plan wird eingestellt bei dem Patienten. Wir überprüfen, dass es exakt passt und dann wird die Behandlung durchgeführt und dann an jedem Tag sozusagen in der Therapie. Auch bei Emma Conradi ist die Lagerungshilfe für die entzündete Ferse identisch mit der im CT. In den kommenden Bestrahlungen wird der Fuß so immer an derselben Stelle liegen. Schwieriger wird es, wenn die Ärzte innere Organe bestrahlen, deren Lage sich verändern kann. Bei komplexen Fällen, Patienten zum Beispiel, die eine Prostatatumorerkrankung haben, Patienten, die im Bereich der Lunge behandelt werden, wo wir bewegliche Tumoren haben. Die Lunge ist beweglich durch die Atmung, die Prostata ist ein bisschen beweglich je nach Blasen- und Darmfüllung, machen wir vor jeder Behandlung am Bestrahlungsgerät, unmittelbar vor der Therapie, schon in der Position für die Behandlung, eine Kontrollaufnahme mittels CT, um den Tumor in seiner aktuellen Lage präzise zu lokalisieren und dann die Behandlung genau auf die aktuelle Tumorlage zu fokussieren. Das ist eine Technik, die bildgeführte Strahlentherapie genannt wird und die natürlich von der Präzision unschlagbar ist. Dazu ist im Beschleuniger ein 3D-Röntgengerät mit eingebaut. Das Herzstück ist aber der Photonenbeschleuniger, der die eigentliche Strahlung liefert, die Krebszellen zerstört oder Entzündungen bekämpft.
die Strahlung ist ja nichts anderes als Lichtenergie. Das sind Lichtquanten, die gegeben werden. Und die Wirkung der Strahlung ist im Zellkern, und zwar in der sogenannten DNA. Die DNA, das ist im Grunde genommen ein Code, ein Strang, den kann man sich vorstellen wie die Festplatte an einem PC. Da ist kodiert, wie die Zelle funktioniert, wie Energie produziert wird, Stoffe ein- und ausgeschleust werden, Eiweiße produziert werden. Und das wird in dieser DNA abgelesen. Und die Energie durch die Strahlung, die gegeben wird, die führt dazu, dass in dieser DNA, die ist so eine Strickleiter aufgebaut ist, zu Bruchstellen kommt. Und wenn die Bruchstellen durch die häufig gegebenen Behandlungen zu viel werden, dann kann eine Tumorzelle diesen Code nicht mehr ablesen. Das ist wie der Crash einer Festplatte. Die Zelle weiß nicht mehr, wie sie Eiweiß produzieren soll, wie sie Stoffe ein- und ausschleusen soll. Die Zelle geht zugrunde und der Körper erkennt diese abgestorbene Zelle, zerlegt die in Einzelteile und scheidet sie aus. Die Strahlung aus dem Beschleuniger hat nichts mit Radioaktivität zu tun. Sobald das Gerät abgeschaltet ist, sendet es auch keine Strahlung mehr aus. Da die Photonen aber durch gesundes Gewebe gehen müssen, bis sie einen Tumor oder eine Entzündung treffen, sind natürlich auch die gesunden Zellen betroffen. Die gesunde Zelle, die kriegt einen Schlag ab, regeneriert sich bis zum nächsten Tag wieder. Wenn die nächste Behandlung gegeben wird, bekommt wieder einen Schlag, regeneriert sich. Die Tumorzelle hat diese Reparaturfunktion nicht oder nur in einem geringen Maße. Das heißt, die bekommt ein paar Strangbrüche, beim nächsten Mal mehr und noch mehr, repariert nicht. Das heißt, die Tumorzelle wird immer mehr beeinträchtigt in der Fähigkeit, diesen Code abzulesen, und dort crasht dann sozusagen die DNA und die Funktion der Zelle ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Damit das Gewebe um den Tumor möglichst gut geschont wird, kommt es darauf an, die Strahlung während der Rotation des Geräts exakt von allen Seiten zu bündeln. Dies geschieht mit einem Raster aus 120 computergesteuerten Lamellen am Auslass des Beschleunigers. Man muss sich das so vorstellen, in so einem Linearbeschleuniger, den wir haben, wird die Strahlung ja quasi künstlich produziert. Und sie wird auf den Patienten abgegeben. Und natürlich müssen wir die Behandlungsfelder auf den Patienten und auf die Tumorlokalisation fokussieren und sozusagen anpassen. Und das geschieht mit Lamellen im Bestrahlungsgerät. Der Bestrahlungskopf, wo die Strahlung sozusagen austritt und auf den Patienten gegeben sind, sind 120 kleine Lamellen drin. Die sind 5 cm tief und 5 mm breit. Und nur dort, wo diese Lamellen sozusagen sich nicht befinden, kann die Strahlung austreten. Und diese Lamellen bewegen sich tatsächlich mit diesen 120 kleinen Motoren millimetergenau auf die Positionierung, die man haben muss, um wirklich nur das Tumorgebiet und nicht das umgebende Gewebe zu erfassen. Auch wenn sie genau fokussiert ist, hat die Bestrahlung Nebenwirkungen. Zum Beispiel können die Photonen im gesunden Gewebe nach Jahren Tumore oder sogar Krebs auslösen. Das ist allerdings davon abhängig, wie stark die Bestrahlung ist und wie groß der betroffene Bereich. Bei Entzündungen wie dem Fersensporn von Emma Conradi ist die Dosis sehr gering. Schließlich geht es ja in diesem Fall nicht darum, Gewebe und Zellen zu zerstören. Dazu muss man grundsätzlich sagen, die Strahlentherapie ist eine lokale Therapiemaßnahme. Das heißt also, die Wirkung und die Nebenwirkung von der Behandlung kommt immer aus dem Gebiet, wo die Behandlung hingegeben wird. Das ist anders als bei einer Chemotherapie, wo eine Substanz in den Körper gegeben wird, die wirkt überall, macht überall Nebenwirkungen. Das heißt, Patienten bei uns bekommen normalerweise, wenn sie nicht gerade am Kopf behandelt werden, kein Haarausfall, keine Übelkeit, kein Erbrechen. Das sind so typische Chemofolgen. Die Bestrahlung macht die Nebenwirkung aus der Region, in der sie gegeben wird. Beispiel: Wir machen eine Bestrahlung im Lungenbereich, ein Patient hat einen Lungentumor, dann kann es zum Beispiel während der Behandlungszeit, zum Ende der Therapie hin, vorübergehend zu Schluckbeschwerden kommen. Warum kann der Patient Schluckbeschwerden bekommen? Weil die Speiseröhre genau durch diesen Brustkorbbereich läuft, die Schleimhaut der Speiseröhre von der Behandlung eine entzündliche Reaktion bekommen kann. Und wie wenn ein Patient einen Racheninfekt hat, wenn man dann isst, kann es sein, dass er spürt, dass die Speise eben, wenn es durch diesen entzündeten Bereich durchgeht, dass es unangenehm ist. Das kann so in den letzten 1 bis 2 Behandlungswochen auftreten, dauert dann so 1 bis 2 Wochen nach der Therapie und dann geht das normalerweise wieder weg. Schon nach wenigen Minuten hat Emma Conradi ihre erste Bestrahlung hinter sich gebracht. Gespürt hat sie davon wenig. Doch, ein bisschen so Kribbeln habe ich schon ein bisschen mitgekriegt. Keine Schmerzen, nichts, aber so Kribbeln da, wo ich Probleme habe, da habe ich schon gespürt, ein bisschen Kribbeln, so Kitzeln, Kribbeln, ein bisschen schon. Ja, tschüss. Tschüss, schönen Tag. Tschüss.